So, mal wieder ein kleines Türmchen gemacht, ohne Kochen, da sind nur frische Sachen drin, der Herd bleibt aus, da wird nichts gekocht, aufgewärmt oder verarbeitet. Es sind drei Komponenten und sind im Prinzip zwei Besonderheiten, die ich hier eingebaut habe. Die Vinaigrette, wenn man die so nennen will, da ist ein bisschen Sojasauce mit drin. Das heißt, das hat einen ganz leichten asiatischen Touch und vor allem bei der Tomate habe ich Sichuan-Pfeffer dazu gemacht. Eine ganz spezielle Pfeffersorte aus China oder aus dem asiatischen Raum. Die hat einen ganz speziellen Geschmack und da die Körner gibt es so zu kaufen. Ich glaube, das gibt es auch schon gemahlen, aber ich empfehle dringend, die Körner zu kaufen und die dann frisch zu mörsern sozusagen. Wunderbarer Geschmack. Das sind die zwei Besonderheiten. Der Rest ist easy peasy in Anführungsstrichen. Das werdet ihr alle hinkriegen. Dann habt ihr ein schönes Türmchen. Vorspeise ist vegetarisch, natürlich nicht vegan wegen Mozzarella und so weiter, aber ansonsten ist das auf jeden Fall vegetarisch. Wunderbar, sieht gut aus, ist schnell gemacht und durch die zwei Besonderheiten auch mal geschmacklich was anderes, als man das sonst gewohnt ist. In der Videobeschreibung hinterlasse ich wie immer Details und Links zum Nachlesen. Viel Spaß beim Zugucken, viel Spaß beim Nachmachen dieser herrlichen Vorspeise und guten Appetit. So, mal wieder eine Vorspeise ohne Kochen. Hier wird überhaupt nichts gekocht. Aber super schmackhaft, sieht schön aus und es sind halt zwei Besonderheiten hier, weil ansonsten ist das ja eher easy. Das sind Cashew-Tomaten gewesen, die habe ich geviertelt sozusagen. Dann habe ich eine Schalotte genommen, eine größere und die quasi Brunoise gewürfelt und das kommt zu den Tomaten. Ja, so. Und das ist Besonderheit Nummer 1. Ich habe so eine kleine Handfläche voll Sichuan-Pfeffer genommen und per Hand gemörsert. Das sollte nicht in den Mixer oder so, sondern wenn es geht, mit Hand mörsern. Und das kommt zu den Tomaten dazu. Das wird nachher natürlich den Gesamtgeschmack beeinflussen, aber es gehört vor allem hier zu den Tomaten. Salz, Pfeffer, bestes Olivenöl dazu, einen Schluck. Und das ist Komponente Nummer 1. Und der Sichuan-Pfeffer ist absolut Hammer. Und das ist definitiv eine geschmackliche Besonderheit in diesem Türmchen. So, dann Mozzarella. Die habe ich vorher schön umwickelt mit Krepppapier, dass sie so trocken wie möglich ist und nicht Wasser nachher noch mit abgibt. Das ist Komponente Nummer 2. Dann, wie gesagt, ich mache für zwei Personen, da reicht eine Avocado ready to eat. Und die auch in kleinere Würfelchen schneiden. Man kann das so machen, wie ich das gerade jetzt zeige. Da wird jeder so seine Methode haben. Aufpassen, ne, dass ihr euch nicht schneidet und so weiter. Man sollte also schon wissen, was man da tut. So, und das ist Komponente Nummer 3. Und jetzt kommt noch die Soße sozusagen. Vinaigrette, nennt es wie ihr wollt. Zuerst noch eine halbe Zitrone auspressen über der Avocado, beziehungsweise ich habe sogar die ganze genommen, sehe ich gerade, weil sonst kriegt die Farbe und es ist halt hier jetzt auch noch der Säureanteil. Dann Salz, Pfeffer dazu und das war's. So, das sind jetzt die drei Komponenten. Jetzt kommt die Marinade. Sojasauce, Besonderheit Nummer 2. Das ist dann Balsamico. Ein guter Schuss, dann ein bisschen Honig. Und allerbestes Olivenöl. So. Und that's it. Weil ich habe Salz und Pfeffer am Avocado. Ich habe Salz und Sichuan-Pfeffer an den Tomaten. Das heißt jetzt nur die Soße. Da ist Süße drin, Säure drin, Salzigkeit durch die Sojasauce. So, that's it. Essen ist fertig. Und jetzt wird angerichtet. Das war Basilikum, was ich angeschnitten habe. So, ich fange dann an mit einem Schuss von der Marinade. Dann kommt die Avocado drauf. Dann die Tomaten und am Schluss
die Mozzarella und dann hebe ich das alles erstmal, oder dann nehme ich den Ring erstmal weg, damit das auch unfallfrei da erstmal stehen bleibt. So, und jetzt beliebig Basilikum drauf, die Soße oben drüber und fertig ist die Vorspeise. Einfacher kann es nicht gehen, aber unheimlich schmackhaft. So, das solltet ihr mal genauso nachmachen. Es ist ein geschmackliches Erlebnis. Viel Spaß dabei und guten Appetit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Ich freue mich sehr über einen Kommentar, über Feedback oder über eine Frage. Ich werde das auf jeden Fall beantworten. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr oder wenn du meinen Channel abonnierst und die kommenden Videos auch gerne anschaust oder darin stöberst in den vorhandenen. Alles klar, vielen Dank und bis demnächst.